Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder eingeschaltet seid? Nein, man hat eingeschaltet und man ist dabei. So, wir nehmen Holzplanken mit. Wir können natürlich nur 2 Stück mitnehmen, ich weiß. Dafür reißen wir natürlich dieses halbfertige Haus ab, anstatt die Planken da hinten zu nehmen, die da ja, ich sag mal, relativ großzügig noch rumliegen. Aber, ja, ist dann halt so, ne? Kann man auch nichts machen. So, aber, wie schon angekündigt, wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen in den Timelapse machen. Und, ich sage, bis gleich. Wieder zurück. Und ich habe jetzt mal den Anhänger erstmal gerade noch mitgenommen, damit wir wir brauchen noch die Verbrauchsgüter und Holzplanken. Und beides kriegen wir hier. Und ich wollte mal gucken, ob wir das mitnehmen. Und wenn es mich nervt, lasse ich das Ding einfach stehen. Ja? Dann machen wir es wieder as intended. Quatsch. Machen wir es so, wie wir es eigentlich geplant hatten. Dass wir hier die kleineren Touren einfach fahren. Ja, ich kann es nochmal sagen. Ich freue mich mega auf den Livestream. Wenn ihr also mit dabei sein wollt, dann freue ich mich riesig,
wenn möglichst viele da sind. Auch hier gleich nochmal, ich kann das auch noch gar nicht monetarisieren, ihr könnt mir auch noch gar nichts mich supporten, weil ich muss auch erst Follower haben und ich muss auch erst durchschnittliche Viewer bekommen. Also so wie bei YouTube hat man auch erstmal so ein paar Start, ja nicht Hürden, aber so ein paar Start-Herausforderungen, so könnte man es nennen. Daher, ich freue mich einfach nur, wenn ihr da seid, ne? Also das ist der entscheidende Punkt. Also nochmal, 3.10., 13 Uhr, ist ein Sonntag, geht's los und wir machen einfach mal, ne? Also mal gucken, wie lange, mal gucken, was wir, wie viel, wie, wann, wo machen, wird sich alles zeigen. So, den nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen den hier hinten. So, zweimal Holzplanken. Dann lösen wir den Anhänger. Jetzt habe ich gerade schon was getrunken. Und dennoch. Dennoch so richtigen, irgendwie nicht trockenen Hals, aber kratzigen Hals, so gerade so ein bisschen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas mit Krankheit zu tun hat. Einfach nur so viel am Quasseln. Aber es ist schön, das macht, ich merke richtig, ich blühe gerade total auf. Liegt vielleicht auch daran, dass ich halt einfach einen halben Liter Eistee getrunken habe. Ganze schwarze Tee, der macht natürlich ein bisschen, es ist 23.30 Uhr. Für 23.30 Uhr bin ich eigentlich ein bisschen zu fit. Aber it doesn't matter. Ist eine coole Sache. Ich freue mich auch auf meinen ersten 12-Stunden-Stream. Ich freue mich auf meinen ersten 24 Stunden werde ich nicht machen, weil dann ist der Schlafrhythmus so gleich im Eimer. Aber irgendwann wird es auch mal einen 36-Stunden-Stream geben. Ich habe noch nicht einmal gestreamt, aber ich rede schon von 36-Stunden-Streams, wisst ihr? Ja, es ist Euphorie. Lasst mich. Es macht Spaß. So, was brauchen wir? Wir brauchen Verbrauchsgüter. Ach. Ja. Dann steht das da. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das reicht natürlich noch nicht. Das ist sehr schade. Das wird eher dazu folgen, dazu führen, nicht folgen. Ja gut, ich weiß nicht, Ziegel. Ja, vielleicht gibt es auch die Verbrauchsgüter noch an einer anderen Stelle. Aber gut, ansonsten müssen wir halt auch nur wegen einem einzigen hierher. Dann ist das auch so. Wobei da oben ist, wenn ich mich recht erinnere, jetzt hier so Luftlinie gerade ungefähr 12 Uhr, 11, 13 Uhr, sowas. Ist doch ein Sägewerk. Da kriege ich ja auch Holzplanken. Gut, da brauche ich auch zwei. Ja. Ja, also das erschließt sich mir nicht, warum die Häuser hier abgerissen werden, aber das habe ich auch schon mal gesagt. Die Häuser abgerissen werden, obwohl da hinten Holzplanken noch rumliegen. Ich meine, vielen Dank, ich krieg die Hölzer ja auch kostenlos. Aber, ja. Ich meine, schon irgendwie schade, jetzt habe ich mit Sicherheit irgendeiner Familie, die seit Jahren darauf gespart haben. Die schon die Miete, die Mietwohnung gekündigt haben. Den habe ich jetzt gerade die Zukunft weggenommen. Nur nach der Gier meiner Erfüllung der Mission. Ich bin so ein Tyrann. Wir bekommen regelmäßig, und das ist echt skurril, wir bekommen regelmäßig Postkarten, auf denen
eine Familie abgebildet ist, leicht entfremdet. Und da steht, nicht handgeschrieben, aber die Typo ist eine, so eine Handwriting-Typo. Ja, hallo, wir sind der Thomas und die Gabi und das sind unsere zwei Kinder, der Günther und Björnsson. Wir sind von Beruf Schreiner und Marketing-Experte und wir suchen ein bezahlbares Haus. Wollen Sie Ihres uns nicht verkaufen? Wenn Sie jemanden kennen, der uns ein Haus verkaufen würde, dann würden wir nach erfolgreichem Abschluss Ihnen 500 Euro schenken. Ja, es ist schon irgendwie so ein bisschen skurril. Erstens, ich glaube nicht so ganz, dass das echt ist, also dass es wirklich eine Familie ist, sondern irgendwie, dass da so halb gelogen haben und sagen, ja, nee, also wir haben die nicht, wir suchen das nicht für uns persönlich, aber wir haben halt gesucht, aber nicht damit wir drinnen wohnen können, weißt du? Um den Markt in dem Sinne so ein bisschen weich zu klopfen. Irgendeine Oma, die hier irgendwo sagt, naja, ach komm, da kann ich doch einer Familie was Gutes tun und die sehen so nett aus und dann machen wir es noch ein bisschen günstiger und dann verscherbeln die das an irgendeinen oder sind Besitzer von irgendeiner Immobilienmakler, Immobilienagentur. Und hauen das dann zu absurden Preisen raus. Bei uns hier in der Straße gibt es ein Haus an der Ecke. Das ist nur halb so groß von der Quadratmeterfläche wie unseres, kostet aber genau der gleiche Betrag. Und hat eigentlich eine schlechtere Lage, weil es jeder, der bei uns in die Straße muss, und die ist relativ lang, also es gibt hier, ich glaube, die Hausnummer 56 oder sowas. Und es gibt ganz viele Hausnummern, die noch mit A, B und C versehen sind. Bei uns zum Beispiel hat die Hausnummer noch A, B, C, D, E, F bis F. Ja, also eine Nummer bis F. Und das gibt es 3-4 Mal. Also es sind wirklich viele Parteien. Und jeder, der hier in die Straße rein will, fährt an diesem Haus vorbei. Das heißt, du hast da schon einen erhöhten Traffic drauf an der Straße. Und dann wollen die da echt absurde Preise haben. Wo ich dann auch verstehe, dass jemand sagt, ey Leute, das kann ich mir nicht leisten. Kennt ihr vielleicht jemanden? Also ich verstehe die Intention, aber ich glaube dieser, ich bin da sehr, sagen wir so, ich bin sehr, sehr skeptisch dieser Postkarte gegenüber. Mit regelmäßig meine ich jetzt auch, das war das dritte Mal, dass wir es bekommen haben. Ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher, ob es immer dieselbe Karte war. Also, ob es dieselbe Familie war oder ob da sich jetzt irgendwie verräterisch was geändert hat. Verräterisch was geändert hat, so im Sinne von, warte mal, ich bin gerade skeptisch, warum meine Aufnahme, die ich zuvor getätigt habe, nur 9 Minuten hat. Ah, ja, weil es ein Timelapse war. Ach, ich bin ja auch ein Hesel. Alles gut. Und, ja, also bin da sehr skeptisch. Aber ich kann verstehen, dass jemand fragt, Freunde von uns suchen schon länger. Die suchen länger wie wir, die suchen aber woanders, also die wohnen woanders. Wir haben denen ja so nichts weggenommen. Und, die muss man aber auch dazu sagen, so ein ganz kleines bisschen utopisch. Also, zumindest nicht der aktuellen Zeit entsprechend, würde ich mal so behaupten. Weil, die suchen doch recht günstig.
Kann ich verstehen. Ich hätte es auch gerne günstiger gehabt. Insbesondere, nachdem ich wusste, das Haus hier, was wir gekauft haben, wurde vor 2 Jahren bereits verkauft. Also unsere Vorbesitzer haben dann nicht besonders lange drinne gewohnt. Und durch die Grundschuld, die noch eingetragen war, und die Tatsache, also ja, wir wissen, dass geht das hier, ja. Wussten wir, was die vorher bezahlt haben. Und die haben deutlich weniger, wie wir bezahlt. Ne? Klar, vor 2 Jahren waren die Kredite auch nochmal deutlich höher, der Zinssatz deutlich höher. Du kriegst ja mittlerweile im Durchschnitt, du verteilst ja aktuell, also aktuell ist es so, dass du aufgrund der niedrigen Kredite eigentlich nicht einen einzigen großen Kredit hast, sondern du hast mehrere Kombinationskredite, insbesondere durch sowas wie die KfW. Das ist so ein Förderkredit, der vom Staat subventioniert wird. Und da bekommst du, da kostet der Kredit 0,8% Zinsen. Also das ist absurd niedrig. Und so im Durchschnitt kommst du so auf 1,34, sowas um den Dreh rum. Und damals warst du wohl eher noch so bei 2,5, ja. Und das macht auf 30 Jahre gerechnet, macht's halt schon den Unterschied, ne? Da ist das schon was. Sind das schon ein paar Tausend. Und je nachdem auch wie, natürlich, wie hoch der Kredit ist. Klar. So, ich wollte da mit dem Anhänger nicht durch das Wasser durch. Ich hoffe, dass das aber jetzt nicht irgendein Fehler war. Und wir jetzt hier stuck in the forest. Haben aber... Weil ich hab mir gedacht, da über die Steine mit dem Anhänger, das kannst du knicken. Ich glaube auch, das war jetzt hier so die bessere Entscheidung. Aber vom Spritverbrauch merkst du schon, ne? Es ist schon mal eine Hausnummer mehr. Es ist nochmal eine Hausnummer mehr. So. Und auch hier. Fahren wir doch einfach mal querfeldein. Das geht halt so entspannt. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Moment. Kaum zu glauben, dass das gerade da hinten durchgepasst hat. Aber ich glaube ja nach wie vor, dass wenn du hier im Cockpit bist, dass die Collision-Berechnung vom Fahrzeug grundlegend anders ist. Grundlegend anders ist. Aber ja, habe ich natürlich keine Beweise. So, also. Das haben wir alles. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier kurz raus. Ja, wir müssen natürlich jetzt auch auftanken. Und ich überlege, ob wir einen Tankanhänger einmal hierher holen. Weil wir sind schon... Moment. Wir werden hier noch öfters zugange sein, ne? Also von der Menge her, was wir noch herbringen müssen, werden wir das noch machen müssen. So. Wir haben jetzt hier 2 Fahrzeuge.
Wir müssen die ja eh mal langsam wieder zurückbringen. Weißt du was? Dann machen wir das doch gleich. Ich würde gerne den hier nehmen. Den Tankanhänger dort, den lassen wir dort stehen. Und hier nehmen wir einfach einen neuen. Beziehungsweise, der hat 2000 Liter. Was hat der andere? Nee, gibt keinen anderen. Okay. Dann nehmen wir den. Ja, also ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir das jetzt einfach hierher fahren. Dann müssen wir nicht einmal hin und her. Ich glaube, in dem Kontext ist das auch ein bisschen besser mit so einem Fahrzeug. Der Tankanhänger ist nämlich grundlegend schwer. Die Federung von dem Fahrzeug ist ja mal voll schnieke, ey. Das Wildschwein ist natürlich noch mal eine Nummer stärker. Ja, klar. Nein, 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 nein. Oh. Aber das war ganz schön Knapuschinski. Das war richtig Knapuschinski. Ist ja klar. Genau da wollte ich jetzt nicht lang. Also. So wollte ich. Na, das läuft doch, finde ich, irgendwie. Hat einer von euch mittlerweile mal Hardcore so durch? Das würde mich mal interessieren. Ist ja auch eine ordentliche Herausforderung. Ich meine, klar, es kommt ja ständig neuer Content. Es ist ja auch. Also, das ist wirklich. Ich weiß, sag doch mal ehrlich. SnowRunner ist das einzige Spiel, was ich kenne, was so unvorstellbar viel Content rausbringt. Welches Mods hat, also über den auch noch mal Content rauskommen kann. Oder was heißt rauskommen kann, aber neuer Content kommen kann. Ich kenne kein anderes Spiel, was so funktioniert. Also WoW hat ja keinen inhaltlichen Content als Mods. Ja, also du kannst ja keinen eigenen Dungeon mit irgendeinem besonderen, selbst ausgedachten Boss machen. Geht ja nicht. Aber selbst dort kommen weniger DLCs raus oder Erweiterungen, ne, wie hier. Und hier ist es ja immer gleich neue Karten. Meistens nicht nur eine oder
ist es nie nur eine, sondern dann auch noch zwei, drei, vielleicht sogar vier Karten, neue Fahrzeuge, neue Schemata, ne? Dann kommen wieder Bäume hinzu und hast du nicht gesehen, sodass du im alten Content eigentlich auch nochmal wieder arbeiten musst. Unmöglich. Hätte ich jetzt 2 Monate lang Zeit gehabt und da durchdaddeln können, ja, dann würde da vielleicht auch noch natürlich ein bisschen mehr gehen. Ja, das verstehe ich. Aber dann kommt ja auch eben noch Hardcore dazu. Oder Hard Mode. Ja. Ich wollte gerade sagen, hat mich den hier stehen lassen? Aber ich hatte den hier stehen lassen, ja. Genau. So, den stellen wir hier hin. Also hier rein, meine ich, ne? So, da vorne irgendwo hin. Naja, und mit dem Hard Mode kam ja nochmal so eine Erweiterung dazu, weil in der Regel spielst du es ja erstmal normal und ich glaube nicht, dass du dann auch sagst, ja, jetzt mache ich Hard Mode und nö, dann spiele ich mein normales Spiel, was ich vorher angefangen hatte, spiele ich auch nicht mehr weiter. Also das kann ich mir gerade irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ich denke mir da immer, wenn Hard Mode, dann spielst du ja trotzdem auch noch den, ich nenne das jetzt mal Soft Mode, den Normal Mode. Oder? Also, zumindest würde ich das meinen. Du hast ja auch schon viel Zeit investiert und wenn da was Neues rauskommt, willst du jetzt auch nicht gleich das alles in den Sand setzen. So, ja, wir machen das jetzt so, wir nehmen den Anhänger jetzt gerade nicht mit zum Eimer tanken. Na, das ist so eine schreckliche... Ich habe mich gerade im Auge gerieben. Und zu weit eingeschlagen. Nachtanken. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Fahrzeug da vorne Motor ausgeschaltet hatte oder nicht. Dann müssen wir noch einmal schauen, was wir als nächstes brauchen. Wir brauchen nochmal die Verbrauchsgüter. Da gucken wir, wo wir die herbekommen. Verbrauchsgüter und Holzplanken brauchen wir auch noch. Die Betonblöcke kriegen wir hier. Das waren ja auch 4 Stück. Betonblöcke, genau. Verbrauchsgüter. Oh, hier kriege ich ein Verbrauchsgut. Das ist natürlich nice. Dann hätte ich das hier und das hier theoretisch. Holzrahmen, Holzrahmen. Das hier ist nur für die Verbrauchsgüter. Hier ist das Sägewerk. Hier ist der Beton. Der Punkt ist halt, wenn es hier unten ist, dann wäre das natürlich schon deutlich schneller. Auch wenn ich weiß, dass eigentlich für andere Missionen man dann auch wieder Beton von hier hinten holen muss. Aber das soll unser Problem wann anders sein. Oh, das kann sein, dass wir die Unterkünfte dort selber machen müssen. Selber bauen müssen. Weil ich muss die Unterkünfte hierher bringen. 2 Stück. Gut. Holzrahmen. Das ist... Ist das nicht zu? Das ist doch mittlerweile zu. Denn
Da komme ich schlechter hin, hier komme ich einfacher hin. Ja, jedes Mal aufs Neue. Wer baut denn eine Sägemühle da oben hin? Kommt doch kein Mensch hin. Gut, okay. Also hier, der Holzrahmen. Oder dieser Holzrahmen ist das nächste, was wir holen werden. Na? Ach so. Ups. Hier war das. So, ja, genau. Jetzt habe ich's wieder gedanklich. Bin ich dabei. Dann macht das Sinn, wenn wir so lang fahren. Ich meine, hier, das war so eine doofe Stelle, die man auch schlecht umfahren konnte. So würde ich es machen. So fahren wir lang. Allerdings nicht mehr in dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal kurzer Reminder. 3.10. ab 13 Uhr 2021. Erster Twitch-Livestream. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und einschaltet. Aber bis dahin, macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.